Ja, schönen guten Abend. Hier ist wieder die Silvi vom Wikingerhort. Heute hat es ein wenig gebraucht. Jetzt haben wir irgendwas nach 18 Uhr und seit 10 Uhr versuchte ich, die richtige Hitze unter diesen Topf zu bekommen. Was total schwierig war, weil es heute einfach zu windig war. Ich konnte ja auch nicht riskieren, zu viel Scheite darunter zu legen und zu viel Flamme zu haben. Dann wäre ich Gefahr gelaufen, dass die Krabbenwurzeln kochen. Aber so wie das jetzt hier aussieht, sieht es gut aus. Ich kann ja noch mal schöpfen hier mit meiner tollen Schöpfkelle. Guck mal. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Auch hier werde ich natürlich wieder die restlichen Wurzeln abschöpfen. Das sind übrigens die Wurzeln, die ich gestern rausgeschöpft habe. Die habe ich heute wieder reingetan, damit die nochmal wieder weiterquellen können und nochmal für eine schöne Farbe sorgen können. Ja, ich bin gespannt. Ich werde sicherlich gleich noch Garne und auch nochmal einen Stoff da reinhalten. Ich bin gespannt. Danke, bis später mal. Tschö.